Ein wunderschönes Hallo bei 7 Days to Die. Phase hat jetzt wohl gerade die Armada gestartet. Ja, das, was wir die ganze Zeit an Geräuschen gehört haben, ja. Als sechs Gegner, die sich da irgendwo durchgearbeitet haben, bis es irgendwann mal zu uns geschafft haben. Jetzt haben sie es zu uns geschafft und sind halt dann in die Gegenrichtung gelaufen, um sie halt von dir wegzulocken, weil du da so schön geparkt warst. Genau, ich war mal einen kurzen Moment, musste ich mal hier AFK und das war... Jetzt nimmt die den Müll auseinander, warum denn das? Ach, die willst du dir durch, glaube ich. Naja, manchmal gehen sie den direkten Weg, manchmal sind sie nicht so smart, das ist alles interessant. So, dann gucke ich mal, dass ich dir da helfen kann. Ja, jetzt haben wir schon fast, jetzt brauche ich nur noch Pfeile. Wir müssen auch gucken, jetzt ist langsam eine Uhrzeit natürlich auch, wo das dann interessant wird, ne? Ja, ich hätte fast gesagt, wir schmeißen hier Schlafsäcke hin oder gehen halt wieder raus. Also... Dann können wir Schlafsäcke machen, ja, wenn du nur Pflanzenfasern hast. Ich meine, das müssen wir halt dann dran denken, dann... Aber das würde ich sagen, doch, an der richtigen, jetzt erstmal eine gute Stelle gesucht, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Eine gute Stelle gesucht, an der dann Schlafsäcke platziert. Und ja, dann so weiter. Ja, was sind denn die Blaubeersamen hin? Ich hatte doch Blaubeersamen. Na sowas. Wo sind die denn jetzt hin? Warte mal, dann machen wir hier doch gerade mal so einen Zwischenspeicher. In dem Spind schmeiße ich ja mal Sachen rein, die... vielleicht dann nochmal relevant sind, die ich jetzt aber nicht unbedingt zum Mitnehmen brauche. Mhm. Ja. Musst du nicht verstehen. Nö, werde ich nicht. Ja, gut, dann machen wir mal. Dann machen wir hier mal einen Schlafsack. Da kann ich die eigentlich auch jetzt erstmal wegschmeißen. Wird's hier drin auch dunkler? Ist das, sehe ich das ja, richtig? Ist komisch, ne? Also, mir kommt es echt auch gerade so vor. Was ich meine, schon wieder gebaut. Durch. Hä? Man darf dir keine Ressourcen geben. Kann ich jetzt einfach mal nur einen Schlafsack bauen? Wieso Ressourcen? Ja, weil du die Ressourcen ja alle ständig irgendwie brätst. Weil ich was mach? Brät? Verbrätst. Verbrät? Nee. Ja. Das sagt der, der von mir Wildbret geschenkt bekommen hat, ja? So. Entschuldigung, tut mir leid. Ich war ganz überrascht. Da kann ich das nicht reinsetzen, oder? Das kann ich nur hier. Kann ich das irgendwie in die Luft hängen? Auch nicht. Nee, Schlafsack meinst du jetzt, oder was hast du vor? Wo bin ich denn jetzt? Ja, wo bist du denn? Also das Ruckeln ist manchmal echt nicht cool. Mal, dann lege ich es halt einfach mit da hier so hin. Nein, so. Habe jetzt hier mal einen Schlafsack hingesetzt. Und gut ist. So, ja, kann man machen. Ja, ich dachte, wir wollten jetzt hier ein bisschen weitermachen, oder nicht? Ja, alles gut. Ja. Hast du noch was zu essen? Ich glaube kaum, aber ich probiere es mal. Okay, bei mir bist du jetzt auf einmal super leise geworden. Ja, deswegen, also ich... Vielleicht liegt es am Headset schon wieder, aber ich schaue gleich mal. Ja. Ich muss jetzt erstmal den blöden Schlafsack irgendwo hin droppen, wo er halt auch nicht sofort im Weg steht. Ich habe ihn sogar in den Weg gelegt. Ja, ja, weiß ich. Ein ganz toller Platz. Au. So einen habe ich leider nicht. Nehme ich den. Das sollte gehen. Wo ist denn mal Holz? Ich brauche Holz. Du kannst abbauen. Ich suche gerade noch da. Hab noch Holz. Hast du noch? Ja. Dann kannst du mir auch gerne welches geben. So, zwei Holz. Also, was hast du jetzt eben noch gebaut aus dem Schlafsack? Hast du mal so eine Kiste gefaselt oder gesprochen? Nee. Ich habe nur scheinbar zwei Schlafsäcke gestartet oder habe den einfach nur priorisiert. Irgendwie komme ich da immer wieder auf die Tasten. Jedenfalls alles gut. Ich habe nichts kaputt gemacht. Okay, also dann wollen wir mal kurz gucken. Also du hast Hunger, sagst du? Ja, ich habe Hunger. Hier, ich habe Hunger. Ich möchte hier... Hallo, 60, hallo, Bedienung. Dann nehmen wir mal hier den... Ich habe Hunger. So, ich stelle dir was in den Kühlschrank, bitte. Und weil du es bist, mach ja noch ein bisschen Holz dabei. Nom nom, nahrhaftes Holz. Lecker, hau rein. Sehr gut. Nom 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 nom. Das Holz esse ich zuerst. Ja, das sei hier gut. Nee, genau. Ich wollte nämlich eigentlich nur die Rahmen bauen. Die du wieder abgebaut hast oder die kaputt gegangen sind oder was? Nee, die habe ich schnell weggenommen. Ah ja, die sehr gut. Da. Ja, ja. Oh. Es ist Nacht. Okay. Es ist Nacht. Bedrohliche Musik. Hier bedrohliche Musik einfügen.
Klappt das, hast du schon. Ich bin drüben. Dann bauen wir es wieder ab. Ja, wie du meinst. Dann können wir halt super langsam flüchten, nur, aber das ist eine gute Idee. Ne, man kann sich ja droppen lassen, das bringt ja nichts an der Stelle. Dann wäre es fast Ja. Sinn. Jetzt ist vorbei. Ja, da. Ich war nur am Überlegen, ob es dann sinnvoller ist, hier die Schlafsäcke zu droppen, aber man weiß ja nicht, was hier noch kommt. Von daher. Nö, man weiß nie. Ja, nee, das weiß man nie. Das ist auch eine Lebensweisheit. Naja, man weiß nie, was kommt und wo man seinen Schlafsack droppen muss. Ja. Das ist einfach so. Revolver fällt. Moment, das sieht doch interessant aus. Guck mal Revolver da. hält Frachtkiste. Ja, da ist ordentlich was drin. So. Ach, hier sind die rausgekommen aus diesem. Ja, natürlich, schön. Ich hacke eine Kiste auf Na, 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 na. und freue mich drauf, was drin ist. Ich werde bestimmt mal Reimheld. Oh ja. Guten Tag, Reimheld Wilhelm, mein Name. Ja, Wilhelm Teller war er dann. Genau, Wilhelm Teller. Reinheld mit Teller. Oh, Moment. Oh, ein Amboss, toll. Oh, den Das brauchen wird wir man. irgendwann nochmal. Ja, das ist schon selten. Den habe ich bis jetzt noch nie gefunden. Wird auf jeden Fall mein Weg erleichtern, ne? Ja. Hier Nochmal geht's hoch. 20 Rudring. Ja, ist doch toll. Ja, ist da unten Macht noch ihn. was? Das ist. Das Wo? soll hier so ein Aufzug sein. Nee, ist ja auch Geh einer. mal weg da. Aber war hier noch Ist was? sonst nichts mehr, nein. Ja, dann können wir ja hochgehen. Da können wir Ja, hochgehen. warum gehen wir da nicht hoch? Ja, echt, ey. Mann! Warte mal. Erstmal die Militärhandschuhe anziehen. Toll. Die ich gefunden habe. Ja, was er nicht alles hat. Ja, weil du mal Oh. ausnahmsweise nicht sofort da warst, um mir meine XP und meinen Loot zu klauen. So. Wir sind voll leise hier, dafür, dass die Zombies ganz schnell sind. Sollten wir wenigstens weniger hier Ah, ich rumtrampeln. verstehe dich nicht. Hier ist eine Werkbank. Ja. Ist was drin? Nö. Was soll denn da drin sein? Die ist zum Benutzen Ist da. sie zu benutzen oder ist sie Naja. kaputt? Nee, die ist ganz. Oh ja. Die ist ganz in Ordnung. Das ist gut. Ist eine Fesche. Hä? Da platzt wieder deine Träume. Ja. Danke, Engel. An den Müll gehst du schon gar nicht mehr. Nö, den Den lasse lässt ich du dir. mir, Ja. ja. Oh. Bin da einfach nett. Ja, hier geht's weiter. Macht die Kiste auf hier. Nee, hier geht's nicht unbedingt weiter. Ja, schau mal, das ist zu Ende einfach, oder? Komm mal her. Mal wieder draußen. Ja, ich bin doch gleich. Ich mache hier noch eine Kiste auf. Komm mal her. Ein Wandofen mit zwei leeren Blechdosen drin. Das hat sich gelohnt. Sehr gut. Leere Wand So. offen. Leerer Pappkarton. Fackel nehmen. Ja, schön. Ne? Was ja auch Sinn macht. Ja, eigentlich ja schon. Ja, irgendwie nicht. Ich meine, was ist das für ein Riesenkomplex, wenn er nirgendwo hinführt? Ich meine, klar Halt. sind wir jetzt da wieder rausgekommen, aber. Ja. Das ist einmal unterirdisch und wieder hoch. Ach so, ja. Und wie haben wir die Tür hier aufgekriegt? Das waren, glaube ich, die Zombies, die uns entgegengekommen sind. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, schön, dann sind wir auch hier reingekommen. Ja. Ja, dann können wir ja Und das fast super unsere ge. Schlafsäcke und unseren Stuff wiederholen. Ja, ich meine, was man hier machen könnte, wäre tatsächlich die Schlafsäcke hier oben drauf irgendwie. Oder man könnte sogar das Gebäude nehmen. Also pass auf. Ja, ich pass auf. Ich pass auf, ich Pass. pass auf, ich pass auf, ich pass auf. Nur pass auf. Ich Also, pass du auf. nimmst hier mal die Fackel Hab ich und an. klopfst mal hier einzelne Elemente ab. Das Ding ist 7000 zum Beispiel. Ja. Ja. Das ganze Ding war ja extra so gebaut, dass man hier nicht so einfach Und reinkommt. deshalb machst Ja. du es jetzt kaputt, ja. Das Blech ist immerhin nur 1000. So. Wenn man jetzt hergeht und baut sich hier mit Holzplatten an in diesen Fahrstuhl so einen Rahmen rein und platziert die Schlafsäcke und die Boxen und alles da drauf, da kommen die Zombies nicht so gut dran, weil die Decke ist auch sicher sehr fest. Ja, auch 2,5. Stehst du? Und das hat ja Ja. hier 4 Block Höhe. Man könnte hier zumindest so an der Wand entlang oder hier aufs Regal seine Kisten bauen. Ja. Dass man da halt dann sein Stuff sammelt und die Schlafsäcke halt irgendwie auch irgendwie ja unter die Decke gehangen, dann bleibt das wenigstens heile, weißt Ja, oder halt obendrauf das Ganze nochmal setzen. du? Ja, da müsste man halt dann alles wegbauen, was da Türen und Fenster hat und so weiter, damit mit den Leitern, das geht auch. Weil, also, ne, dann ist Holz es da einfach eine weghacken. Stufe höher. Ja. Dann würde ich sagen, geh mal, hau mal die Treppe hier weg und dann toben wir uns oben aus. Das ist.
Auch eine gute Idee. Ja, also die Brücke schon mal weg und dann die Treppe können Ja, wir ja zum alles. Bauen erstmal benutzen. Ja, aber wenigstens so, dass man springen muss, 2 Stufen. Dass wir halt Achso, nicht ja. sofort hier hochgerannt kommen. Warte mal, dann gucken wir noch mal. 2 Stufen, sagst du. Ja, oberste. Achso. Ja, dann mach du. Ja, macht's einfacher. Dann helfe ich dir. Ja. Welche macht er denn jetzt? Die hier. Oberste, ja. Du kannst die nächste machen. Der Gegenstand muss repariert werden. Na, die Treppe bitte nicht reparieren. Ganz Was? schön ruhig das ist. Probier mal gerade mal. Ruckel, Kniebruch. Schön. Naja, aber du bist ja eh im Weg. Du musst da weggehen mal. Ja, ich bin ja weg. Geht nicht. Geht nicht. Okay, ich bin auch heavy loaded. Ich ja nicht so, da probiere ich's mal. Probier du mal. Das Ding ist, du bleibst halt hier in der Decke hängen beim Hüpfen. Das ist so Ja. das Problem. Ja. Geht nicht. Dann müssen wir zur Not da jetzt mal jedes Mal jetzt einen Klotz setzen. Oder wir müssen halt die Decke an der Stelle auch wegmachen. Das kann man ja auch tun. Wie stark ist denn die Decke? Die ist nicht sonderlich stark, ne? Nee, das ist noch Holz. Naja. Das ist noch Holz, aber mal. Ich mach schon mal die Brücke kaputt. Ja, gute Idee. Damit von da keiner kommt. Wir können natürlich auch auf dem Haus gegenüber dann unsere Base bauen, ne? Weil die Zombies denken sich dann, oh, da hat man voll den safen Bau hier links. Da sind sie Naja. garantiert hin und dann veräppeln wir die und sind dann nämlich auf den schwachen Bau da rechts. Das wäre voll schlau. Ne? Ich denke Naja. auch. Ja gut, man kann ja auch. Na, wobei, das ist ja. Das müssen wir so oder so eh alles abbauen, weil die können sich auch hier einfach durchkloppen und Ja, dann in die eben. Toilette rein. Weil das alles Billo ist, deswegen, Ja, also. aber den Oberbau kann man ja quasi erstmal wegräumen und hat dann trotzdem ja Ja. unten den festen Fuß. Wir müssen dann nur einen Weg finden, also einen Weg bauen, der dann da ordentlich hinführt. Ist denn überhaupt irgendwas Interessantes hier in dem Oberbau noch Nee, drin? nee, nee, da waren wir ja schon. Ja, ich meine jetzt halt irgendwas, weil sonst machen wir einfach rundrum und dann lassen wir das Dach einstürzen. Wie So. hat denn das jetzt geklappt? Guck mal. Ja, kannst du mal sehen, wahrscheinlich bist du über mich, hast mich als Steigbügel benutzt, du Schwein. Ja, ausnahmsweise. Und nicht eben als Hindernis. So. Ja, nee, großartig, was Besonderes ist hier nicht. Könnte man das ja so machen. Dann weißt du, wie Ringsrum ich meine. einmal abbauen, oder was? Ja. Ja, könnte man so machen. Ah, Soll man das tun? kann man das auch machen, ja. Das war ein bisschen müßig jetzt, aber mit den Steinaxt, geht noch. Geht noch, sagt er, geht noch. Naja, man kann jetzt zumindest erstmal die Zugänge machen. Vielleicht findet man dann demnächst mal eine Metallaxt oder so. Ja. Geht auch noch damit wieder toll. Ich baue erstmal eine Kiste. Die erstmal verprügelt. Scheißkiste. Das war ein Versehen, das wollte ich nicht. So, hier. Ja. Kiste sagt jetzt auch, das sagen sie immer. Stopfen wir erstmal das ganze Zeug rein, was ich nicht brauche. So. Und dann jetzt einmal ringsrum, oder was? Auf welcher Höhe Ja. denn? Auf angenehmer Ah ja, Arbeitshöhe? direkt. Ja, muss ja einfach bis aufs. Ja, Oder kannst du eine unten? aussuchen, ja. Ja, Ich habe machen jetzt wir einfach unten. hier angefangen wegen dem Zugang. Den wolltest du doch kaputt machen, hast du ja gar nicht. Hä? Die Zugang? Brücke. Die Brücke hast du ja gar nicht kaputt Doch? gemacht. Oder war es Wo mehr denn? Stufen? Ja, irgendwie war es mehr Stufen. Also ich sehe jetzt hier nichts Oh, Kaputtes. ich habe da tatsächlich was kaputt gemacht. Der vermutlich ist, ja, wie gesagt, so mehrstufig, dass das dann nicht hingehauen hat. Nimmt man Schaden, wenn einem das Haus oder das Dach auf den Kopf fällt? Ja, das hatte ich schon gehabt. Ich habe festgestellt, dass die Kirchen, die sind immer noch so wie in den früheren Versionen, Okay. halt schon einen ziemlich guten Schutz geben können. Ja. Na, dann habe ich halt gedacht, okay, gehe ich da drauf. Dann habe ich mich aber auf den Turm gestellt. Ja. Und das hat dann nicht geklappt. Dann hat halt so eine Fortnite-Horde hat halt dann den Turm nur gedamaged. Das ist auch interessant. Also das wartet nicht ewig, bis es dann einmal auf einmal, sondern es bricht halt auch teilweise zusammen. Ja. Okay, ja. Und das genau das ist halt dann passiert. Und dann haben mich halt Steine nur getroffen und haben mich ja gekillt. Das ist aber nicht so schön. Ne? Das ist nicht nett von denen.
Nee, Kacksteine habe ich sie dann genannt. Kann man ja auch mal so unverblümt sagen. Das ist, ne? Ja, sie hören es nicht gerne, aber das war scheiße. Ja, gut, aber dann muss man auch mal der Wahrheit ganz tief ins Glas schauen. Ja. Ja, so nimmt man das. Ja, klar. Oftmals führt das eine ja zum anderen. Das ist irgendwie toll, dass das hier alles so ruhig ist. Also das ist Nein, also ich. keine Frage, dass das später dann nicht mehr der Fall ist. Ja. Dass du jetzt die nachts stundenlang da rumhacken kannst. Da war er wahrscheinlich längst überrannt. Hä? Hä? Warum ist das Werkzeug jetzt nur noch Level 1, wenn ich das crafte? Da hat er was kaputt gemacht. Naja, ich hab die Brücke jetzt mal richtig. Ich habe jetzt gerade eine Axt gecraftet, die ist jetzt nur noch Level 1, sonst ist doch alles Level 2. Was? Ach ja, bist du irgendwie gedamaged? Guck mal auf deinen Körper. Hä? Ja, bist du zu oft gestorben oder irgendwas? Keine Ahnung, mir sagt, ich habe keine Meldung. Was Nee, soll ich denn nicht? sehen? Ja, pass auf, also. Du kannst dir deine Skills gucken. Ich kann meine So, da Skills kann. gucken. Ja, da kann sein, dass irgendwo jetzt rote Zahlen sind. Dann zieht er dir was ab, wenn du irgendwie in einem schlechten Zustand bist. Kein Witz. Ich habe keine roten Zahlen. Na dann. Vielleicht war es auch nur ein Versehen. Ja. So, was muss denn hier noch weg? Das hier auch. Nehmen wir einfach erstmal das Dach auseinander mitten in der Nacht. Ja, was man so macht. Hey. Fällt schon was. Nee, der, so ein Stück ist da weggeflogen. Ich nehme mal meine Fackel auf, dann. Ja, So. die Fackel dann down ist, ja. Du machst das dann noch, ne? Ja. Ich geh Ja, dir mal. das Ich komme dir mal Stückchen nicht zu ruckt. nah. Muss ja eigentlich gar Das nicht sein, das Stückchen. endet ja meistens nicht so gut. So. Ist halt saudumm, dass ich im Haus stehe, wenn ich das mache. Ach, Blödsinn. Machen Aber alle ich kann immer Profis so. sagen, ich wusste es ja. Ja, ich hab's kommen sehen, kannst du sagen, Genau. ja. Okay, jetzt gehe ich wirklich mal raus. Das wird mir dann doch zu gruselig. Ich habe Hunger, hast du was zu essen? Nee, leider nicht. Ich hab's nämlich auch. Ich hab auch Hunger. Ja, sehr Das schlecht. müssen wir jetzt irgendwie so hinkriegen. So, wenn ich jetzt eine baue. Was für ein Level hat die denn? Spannung, Eins? Seit wann hat die Trommelwirbel. denn nur noch eins? Ah ja, hast du mal geguckt? Was denn? Ei, deine Skills. Ich habe nirgendwo irgendwas Rotes. Das ist sehr komisch. Ja. Vielleicht hast du einfach nicht die Kraft, um gescheites Werkzeug zu bauen, weil du jetzt so hungrig bist. Das kann halt tatsächlich auch sein. Ich weiß nicht, ob die das da implementiert haben. Ja, sowas in Richtung haben sie implementiert. Ja, dann wird es wohl daran liegen. Guck mal kurz auf dem Dach, bevor wir das hier alles einreißen, ob hier noch irgendwas Tolles drauf Ja, ist. guck du mal. Ich reiß weiter ein. Ja, ist eine gute Sache. Wir sind halt ein tolles Team. Tschüss. Na, jupp. Wie war so danach? So sah's auch aus. Einfach mal fallen. Oh, nochmal. Sich einfach mal fallen lassen, ja. Das ist Ja, auch eben. öfter mal wichtig. Ach, hier kann ich gar nicht hüpfen. Okay, dann muss ich da aus rum. Hä, aber das müsste doch schon längst eingestürzt sein. Nee, so, das ist deswegen. Also ich hab im Singleplayer tatsächlich meine Base mehr oder weniger an die Decke gehangen von einem Gebäude, das ziemlich stabile Außenwände hatte und einen riesen Hohlraum innen drin hatte. Hohlhaum. Also Hohlraum, ja. Hohlhaum. Hatte halt dann den Vorteil, die Zombies, die gehen dann unter die Base und dann wissen sie nicht so genau, was sie machen wollen. Nach oben sie nicht. Und ich gehe dann von oben außen auf ans Gebäude, die Wand entlang hoch. Und dann von oben quasi rein in die Base. Ja. Und hab da meine Ruhe. Halbwegs. Das Dumme ist halt nur, dass in dem Gebäude immer wieder neue Zombies spawnen. Obwohl halt alle Türen und alles zu sind schon, vermauert. Das ist Naja. ja nicht so schön. Naja, manchmal spawnen sie sogar dann direkt in meiner Base. Ja, das ist auch nicht schön. Nö. Hohlhaum. Klingt so, als ob dir was einstürzt, ja. Bei mir nicht. Nö. Sag mal, immer noch nicht hier. Das kann ja nicht sein.
Da ist er wieder. Ja. Hallo. Hallo. Ja, ich dachte, da passiert mal schneller was, aber ja. Ne, vor allem, wenn das Werkzeug halt nur einen Zahn hat. Ja. Ja gut, das Möbeljahr innen kann auch ganz schön stützend sein, leider. Oh, okay. Müssen wir das auch mal auseinandernehmen, oder was? Ja, ich probier das mal. Ich mach's mal von innen. Ja, mach du mal. Das müsste doch jetzt gleich down sein. Nö. Nö, keine Lust. So, mal hier die Fackel hingesetzt. Also, guck, das schwebt ja nur noch hier. Ja, aber nur an der Seite. Ja, okay, das ist so richtig. Naja, gut, Ding weiter. Ja, klar. Sollte man die nicht vielleicht vorher mal retten? Wieso geht die kaputt? Das kann gut sein, ja. Wir dann rette die mal. Bauen wir besser eine neue draußen irgendwo hin. Ja, toll. Mach ich nicht. Einmal mit Profis arbeiten. Viel Zeit hast du nicht mehr. Ja, ist mir klar. Mach hin. Ich weiß gar nicht, ob das... Ich glaube, das hält auch, oder? Sicher bin ich mir da jetzt gerade nicht. Ich nehme es einfach mal mit weg. Ja, einfach alles abbauen. Ja. So. Bisschen auf Stamina achten. Oh! Ja, das ist ja schön, ne? Da haben wir die Tag auch mal schön verbracht. Die Nacht, ja. Ja, die Nacht. Naja, gut. Dann, ich dachte, das geht schneller, aber dem ist wohl nicht so. Dann können wir aber in der nächsten Folge tatsächlich einfach mal weitermachen. Oh ja. Einfach mal weitermachen. So. Und dann müssen wir irgendwann mal was essen, dann kann ich vielleicht auch wieder ordentliches Werkzeug bauen. Schön wäre es zumindest. Und dann haben wir jetzt tatsächlich das erste Mal einen schönen Base-Punkt gefunden. Wie gut der dann tatsächlich ist oder ob man dann noch weiterziehen, müssen wir logischerweise schauen. Aber bisher klingt das ja ganz vielversprechend hier, ne? Ja. Also dann, vielen Dank fürs Schauen. Euer KV.